Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich am Montag, den 27. Juli 2020, zu deinem Engelorakel für den heutigen Tag. Das Kraft der Engelorakel sagt, dass uns heute Erzengel Zadkiel begleitet und er möchte uns helfen, unsere Selbstzweifel aufzulösen, uns daran zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind, nämlich ein unendlich geliebtes Kind Gottes. Wir sollen uns heute zurückerinnern, dass wir bedingungslos und unendlich geliebt werden und natürlich ganz, ganz wertvoll sind. Er möchte uns helfen, alle Selbstzweifel aufzulösen und voller Zuversicht wieder ins Selbstvertrauen zu kommen. Und zwar nehme ich das Wort mal auseinander, Selbst und Vertrauen. Vertrauen ist so wichtig. Vertrauen in uns selbst ist gleichzeitig Vertrauen in die Göttlichkeit. Denn da wir alle von Gott perfekt kreiert, perfekt geschaffen worden sind, bedeutet das natürlich, uns so anzunehmen, wie wir sind. Das bringt uns in eine neue, warme Energieschwingung und eine Schwingung des Erfolges und des wahren Glücks, sagt die Sonne aus dem Engeltarot dazu. Und damit begleitet uns heute auch Erzengel Uriel. Es geht darum, dass wenn wir uns selbst annehmen und diese Selbstzweifel heute auflösen, dann vertrauen wir unseren Inspirationen, unseren göttlichen Ideen, den göttlichen Ideen, die uns eingegeben werden, und wir kommen tatsächlich sehr viel weiter. Auch Erzengel Gabriel sagt, dass uns heute glückliche und positive Botschaften und Nachrichten erwarten und dass unsere Gebete bereits erhört werden und ganz kreativ beantwortet werden. Du sollst einfach darauf vertrauen. Du solltest heute allergene Substanzen unbedingt meiden, denn heute ist ein Tag, an dem wir besonders sensitiv sind, sagt Erzengel Raphael. Und dafür sprechen wir aus dem Erzengel Raphael Orakel, dank Erzengel Raphael, das erste Gebet des heutigen Tages. Und wenn du das unterstützen möchtest, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, bitte hilf mir, Allergene zu identifizieren und zu meiden, die Gift sind für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Helft mir, nur noch gesunde Nahrungsmittel und Getränke zu mir zu nehmen und mein Verlangen nach anderen Substanzen zu bändigen. Amen. Gehe ohne Angst weiter, sagt uns heute Erzengel Michael. Und das ist auch das zweite Gebet des heutigen Tages. Und das ist so wichtig. Michael möchte uns helfen, unsere Angst hinter uns zu lassen, unsere Angst zu vermeiden bzw. zu überwinden. Und dafür wollen wir das zweite Gebet sprechen. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr auf jedem Schritt des Weges bei mir seid. Meine Hand haltet, mich unterstützt in allem, was ich tue, mir Vertrauen und Mut gebt und meine Gedanken und Aktionen in Richtung Liebe zu meiner wahren Lebensaufgabe führt und mir da dementsprechend hilft, den göttlichen Willen auszuführen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel über deinen Weg wachen und schenke dir wahren Frieden. Amen. Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.